So, hallo liebe YouTuber, liebe Modelleisenbahner und Zaunfahrer. Ich zeige euch in dem Video nur mal grob, wie ihr ein Bremsquietschen selbst machen könnt für eure Isolog-Sounds. Und zwar, ich glaube, dieses Video hier, das habe ich mir runtergeladen von YouTube. Das Video ist, glaube ich, von Taurus-Fan, bilde ich mir ein. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr genau. Es ist so, ich habe mir eben jetzt ein Bremsquietschen gemacht für den Taurus. Er wird gerade bespielt und ich zeige euch jetzt mal, wie man das macht oder wie ich das mache. Ja? So, das Video hört ihr jetzt mal. Ja? Mit der Bremsquietsch-Sequenz, die kommt jetzt gleich. So hört sich das mal an, ja? Jawohl, und jetzt können Sie das schließen, ja? Sounddaten schreiben, das tut er gerade. Ich zeige euch jetzt mal etwas, ja? Und zwar, ich werde euch jetzt mal erklären, wie ich das gemacht habe, wie ich genau dieses Bremsquietschgeräusch habe ich jetzt nämlich auf dieser Lok drauf, ja? Also auf dem Taurus. Das ist mal jetzt die erste Lok, die ich damit ausgestattet habe. Ich tue gerade fein justieren, das war aber relativ schnell gemacht. Das Bespielen der Lok braucht natürlich am längsten, das braucht circa eine halbe Stunde. Mein Chip, also mein Decoder ist voll, ich habe keinen Platz mehr. Deswegen braucht er auch eine halbe Stunde. So, jetzt werden die uns das mal suchen. 1116, ja, da haben wir es. 1116 Taurus Bremsquietschen Original. Und so schaut das bei mir aus. Ja? Das ist jetzt da aus dem Video rausgeholt. Ja? Wie mache ich aus dem Video eine MP3? Das zeige ich euch auch noch auf die Schnelle. Und zwar, ich habe mir das gespeichert in Lesezeichen. Ich gehe hier auf den Online-Audio-Konverter. Und ich mache das immer so. Ich gebe hier die Qualität, stelle ich auf die maximalste Stufe ein. Klicke hier immer auf MP3, das ist meistens eh angewählt, und dann kann man hier ein Video hineinziehen. Ja? In dem Fall eben das hier da oben. Das ziehen wir jetzt einfach da mal in den Browser da hinein. Ja? Geht natürlich schnell, hat nur 4 MB anscheinend, das ist nicht schlecht. Jetzt gehe ich auf Konvertieren, jawohl, auf Download. Download abgeschlossen und ich kann das hier dann öffnen. Und jetzt hört ihr das als MP3. Jawohl, so, schließen. Gut, das war jetzt nur zum Beispiel, ja, dass ihr seht, wie ich das immer mache. Also ich mache das wie bei den Online-Audio-Konverter, das ist eine coole Sache. Denn somit kann man sich dann natürlich Programme am Computer ersparen. So, was habe ich gemacht danach? Also die MP3 habe ich natürlich in mein Bearbeitungsprogramm, in dem Fall ist es wieder Audacity, einfach so hineingezogen, also aufgemacht das Programm, dann hineingezogen. Und dann, natürlich, man muss schneiden, ja. Man muss natürlich die Daten schneiden. Von hier bis hier ist es nur die Bremsquietsch-Sequenz, die vom Taurus zu hören ist im Video. Ja? Ich zeige euch jetzt mal das, was hier markiert ist. Ja? Das, was hier jetzt markiert ist, das hier ist mein Loop. Also das ist der Teil, der sich immer wiederholt, solange bis die Lok stehen bleibt. Wenn die Lok stehen bleibt, kommt dann ab hier dieser dunklere Teil. Das ist dann der Teil von der Exit-Datei. Das zeige ich dann aber alles noch. Ja? Hier der dunklere Teil am Anfang ist die Init-Datei, das ist dann eben der Teil, der anfängt, dieses Geräusch zu starten. Also der hell leuchtende Teil, der markiert ist hier, der ist eben der ganze Loop. Das ist eben der Teil, wie gesagt, der sich immer wiederholt, so lange, bis die Lok eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht und danach die Exit-Datei anspielt. Und danach bleibt sie stehen und der Sound hört auch auf. Ja? Also das ist jetzt hier nur mal vormarkiert, damit ich euch das zeige. Ich spiele euch jetzt mal nur diese Loop-Sequenz hier ab, die ich jetzt gemacht habe.
Klingt natürlich ein bisschen quietschmäßig, ist ja auch so. Also, die Loop-Datei hat so gute 5 Sekunden. Das ist lange genug für ein Bremsquietschen, finde ich. Vor allem, es klingt, wenn man die Daten über den Loop wiederholt, also wenn sich die ständig in dieser Endlosschleife befindet, hört man hier nicht so richtig, dass das immer das Gleiche ist, alle 5 Sekunden. Und genau das macht eigentlich ein jedes Loop-Geräusch aus, ob es gut ist oder nicht. Hört man etwas oder nicht? Also bekommt man mit, dass das geschnitten worden ist oder nicht? Und das ist eben das Wichtige. Das Bremsquietschen ist jetzt zwar nicht das allerwichtigste Maschinengeräusch, ja, also Lokgeräusch, aber es ist trotzdem wichtig, wenn man eben zumindest auf ein paar Details einen großen Wert legt. Immerhin bei jedem Mal stehenbleiben kommt das Bremsquietschen, es sei denn, man schaltet diese Funktion natürlich ab, das kann man auch im ESO, das kann man bei jedem Decoder, aber ich lasse das gerne immer wieder abspielen, denn ich finde das saugeil. Und das hier ist eben von einem Original Taurus. Ja? Für diese Maschine haben wir jetzt da das originale Bremsquietschen hier. Wenn ich jetzt das so mache, ich gehe mal auf Effekte und gehe auf Wiederholen und gehe auf, sagen wir mal, 2 und klicke auf OK. Jetzt wird das ständig hier wiederholt und das gesamt, glaube ich, 3-mal. Ja genau, gesamt hat man 3-mal. Also bis hier ist es eine Sequenz, von hier bis hier ist es eine Sequenz und von hier bis da drüben ist es eine Sequenz. Ich werde mal diese 3 Sequenzen wiederholen. Ja? Also wiederholen, ich spiele sie ab, das wird eh automatisch wiederholt, weil der Teil, den ich jetzt hier markiert habe, der wird abgespielt am Programm. Los geht's. Ihr merkt schon, man hört eigentlich keinen Übergang und das genau das ist die Spielerei bei sowas. Ja. Deswegen zeige ich euch das so. Es ist nämlich verdammt wichtig, dass ihr euch bei solchen Sachen so lange spielt und so lange eine bestimmte Sequenz raussucht, die für einen Loop, also für eine Endlosschleife geeignet ist. Ja. Das ist verdammt wichtig, sonst könnt ihr nachher kein schönes Bremsquietschen erstellen, beziehungsweise ich habe das ja beim Anfang gehabt, ich habe ja am Taurus schon ein anderes Bremsquietschen gehabt. Das war zwar okay, aber es hat am Ende die Exit-Datei, die war Schrott. Das war zwar alles vom Original, das war von einem 1216 Taurus, das könnt ihr euch sicherlich noch erinnern bei vorherigen Videos, aber die habe ich so schlecht geschnitten und so eine schlechte Loop-Datei, also Loop-Sequenz gefunden nur, dass das halt dementsprechend geklungen hat. Am Anfang dachte ich mir, hey, das klingt saugeil, war es ja eigentlich auch. Aber dann dachte ich mir, naja, irgendwie klingt das aber schon langsam auch ein bisschen schrottig. Naja, was soll's. Jetzt habe ich gefunden eben dieses Video mit dieser sehr, sehr guten und wirklich sehr, sehr klar klingenden Bremsquietsch-Sequenz von einem ES64U2 und dachte mir, hey, probier's aus. Gut, ja, weiter mal. Ja. Also das hier ist eben diese Loop-Sequenz, die sich immer wiederholt. Und das habt ihr jetzt hier gemerkt. Für diejenigen, die das nicht wissen, was ein Loop ist, habe ich das jetzt hier mal so grafisch dargestellt beziehungsweise erklärt und euch abspielen lassen. Also, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Und hier, das ist eben standardmäßig meine Bremsquietschen von Taurus. Das dauert knapp 9 Sekunden gesamt. Das heißt, ich habe hier den Anfang. Der braucht etwas über eine Sekunde. Das ist die Init-Datei hier. Dieses nicht hell markierte hier, das ist die Init-Datei. Das hell markierte hier von einer Sekunde bis zu 6 Sekunden, das ist die Loop-Datei. Die wird natürlich dann immer einzeln aufgetrennt, ich glaube in 0,3 Sekunden Schritten. Und das hier ist die Exit-Datei, rechts das nicht markierte. Die dauert halt so ja, 2,5 Sekunden in etwa. Und die reicht aus, 2,5 Sekunden, zu lange darf es eh nicht sein. Denn sonst, wenn man einmal sich mit dem Stehenbleiben schwer tut, beziehungsweise wenn man etwas beim Fahren macht, eine Funktion dazu schaltet und die Soundslots werden schon zu viel, spielt ihr das Bremsquietschen zwar oft ab, aber es passt dann nachher nicht mehr zum Fahren, also zum Fahrverhalten dazu.
Und dann quietscht es noch ein bisschen weiter bis zum Ende, obwohl die Lok schon steht. Das habe ich bei mir schon gehabt. Diese Sequenz hier hat jetzt 2,5 Sekunden. Die alte davor hatte 3,5 Sekunden. Also da könnt ihr euch schon vorstellen, was da eigentlich geht und wie unpräzise man dabei wird. Je länger eine Exit-Datei wird, vor allem beim Bremsen, ja, desto unpräzise ist es, das dann einzustellen, dass es bis zum Stillstand auch perfekt kommt, ja. Denn es gibt immer so ein paar kleine Abweichungen, dass das eben bis zum Stillstand perfekt sich ausgeht. Ja, also wir machen jetzt Folgendes. Wir haben jetzt hier eben das Bremsquietschen. Das ist eben diese Loop-Datei. Und aus dem zeige ich euch grob, wie man eben so ein Bremsquietschgeräusch erstellt. Das habe ich jetzt hier schon abgespeichert. Das heißt, ich mache das jetzt so. Ich mache es immer so, ich tue mir eben das da so hineinlegen. Diese Wellen, die ihr hier übrigens seht, ja, das habe ich gemacht. Warum, erkläre ich euch gleich. Jetzt sieht man, man kann hier mit diesen Punkten die Lautstärken hier schön anpassen. Warum ich das gemacht habe, ist einfach so, wenn ich die Lautstärke ganz normal lasse, ja, also wenn diese Linie, diese blaue hier ständig ganz oben ist, also in einer ganz normalen Standardlautstärke, wie sie aufgenommen wurde, dann wird die Welle hier, man sieht ja das hier anhand von Wellen, dann wird die Welle hier mit dem Sound bis zum Schluss hin immer größer, das heißt lauter. Und damit ich das eben nicht am Ende lauter habe, habe ich das mir hier mit diesen Punkten so geregelt, dass es circa dieselbe Lautstärke hat, aber dass es trotzdem noch laut genug ist, dass man das hört. Und das ist es auch. Das werdet ihr nachher am Modell auch hören. Ja, ja das, da, das, der nächste Grund, warum ich mir das so angeglichen habe, ist natürlich, weil ich nur, wenn etwas dieselbe Lautstärke hat, durchgehend oder einigermaßen dieselbe Lautstärke hat, in einer Reihenfolge, nur dann kann ich mir auch einen guten Loop erstellen. Es hat halt keinen Sinn, wenn man sich einen Loop erstellt, der gegen Ende des Loops hin immer laut wird und dann von vorne anfängt und da ist er leiser. Dann hört man das natürlich. Das ist ein Riesenunterschied, klingt beschissen und deswegen mache ich das nicht so. Und deswegen habe ich mir das so bearbeitet. Ja, es schaut witzig aus, aber es funktioniert. Ja, jetzt machen wir das folgendermaßen. Das hier werden wir jetzt mal lassen. Ich mache das nächste auf. Ich habe den Loop nämlich extra gespeichert. Der ist nämlich hier drinnen. So, der genau Bremsquietschen. Da ist jetzt hier nur der Loop drinnen. Ja, hört ihr gleich. Jawohl. So, wie mache ich mir jetzt aus dem einen geteilten Loop? Ganz einfach. Ich habe mir das in so 0,3 bis 0,5 Sekundenschritten gemacht. Man sieht hier oben an der Skala E, wie viele Sekunden hat das. Das hat etwas über 5 Sekunden, diese Datei hier. Und das machen wir so. Da, wo jetzt der Zeiger ist, also die Hand hier auf dem Programm, das sind jetzt da circa 0,5 Sekunden. Ja. Ihr könnt das jetzt so machen. Ihr markiert euch hier von Anfang an. Bei Audacity ist das hier, diese gelbe Linie, zeigt euch an, dass ihr genau auf der Nulllinie seid, auf dem Nullpunkt. Das heißt, von hier beginnt die Datei. Dann links klicken. Dann zieht ihr euch und geschätzt sind das so 0,35 bis 0,4 Sekunden. Und dann macht ihr Folgendes, ja. Das, was jetzt hier markiert ist, spielt ihr jetzt ab auf Play. Jawohl, okay, gehört? Genau. Wisst ihr, was ich hier wieder mache? Ich kontrolliere hier wieder, indem ich diese einzelnen Segmente hier abspiele, kontrolliere ich, ob ich am Ende oder am Anfang von diesem markierten Stück so ein starkes Klickgeräusch habe. Das würde natürlich heißen, dass man das Klickgeräusch dann nachher auch auf der Lok hört, also wenn der Sound abgespielt wird auf dem Modell. Wollen wir nicht haben, wir wollen ein sauberes Bremsgeräusch haben. Jetzt mache ich das halt so. Ich klicke beim Audacity auf dieses Symbol hier oben, das zeige ich näher, das hier. Das ist eben außerhalb des Audios beschneiden. Das bedeutet, alles, was nicht markiert ist, klick, ist weg. Jetzt habe ich nur noch diese eine Sequenz hier. Man hört schon. Ich kann euch auch zeigen, wie klingt das, wenn ich jetzt das wiederhole. Sagen wir dreimal, klicken wir hier dreimal und auf Vorhören. Habt ihr gehört? Düm, 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 dieser Rhythmus. Und genau das kommt, wenn ein Loop zu kurz ist und schlecht geschnitten. Dann hört man eben genau so ein ständig wiederholendes rhythmisches Geräusch.
Und je länger ein Loop ist, desto präziser und dynamischer wirkt er, desto realistischer ist es natürlich. Deswegen mache ich es auch so, dass ich das möglichst lang mache, die Loops, aber geteilt. Warum ich sie teile, erkläre ich euch dann natürlich, ja? So, jetzt gehen wir auf Exportieren als WAV. Natürlich, ESLOC-Programm nimmt nur WAV-Dateien. Auf den Desktop, ja. Hier können wir dann noch einen Namen für schreiben. Sagen wir einfach Taurus Brems. Mit einer Hand schreiben ist immer so ein Graus am Computer. Brems quietschen. Und jetzt benennen wir das so, wie es ist. Ich mache es immer so. Ich benenne es eben nach der Maschine oder nach der Type. Dann, was für ein Geräusch ist es? Und das hier ist ein Loop. Und das ist hier der Loop 1.1. Ja? Ich halte mich da meistens an ISO. Die tun das ganz ähnlich beschreiben, nur halt sehr viel kürzer, ohne ausgeschriebenen Namen. Oder nicht immer, weil das einfach viel schneller geht. Aber ich mache das so. Okay, passt. Nein, diese Infos sind mir scheißegal, die möchte ich nicht dazu schreiben. Okay, jetzt habe ich das am Desktop gespeichert. Das kann ich euch schnell zeigen. Hier oben liegt diese Datei. Da, das ist sie. Genau, das ist jetzt diese eine Loop-Datei, dieses kleine Teilstück, was ich euch jetzt da gerade gezeigt habe, wie man das schneidet. Ich möchte natürlich jetzt da fortlaufend von dieser ganzen Wurst, die 5 Sekunden hat, möchte ich jetzt aber fortlaufend die nächsten Teilstücke, die nächsten Loops schneiden. Wie mache ich das? Ganz einfach. Ihr klickt hier bei dem Programm einfach nur mal einmal auf Zurück. Das, was markiert ist, bleibt markiert hier bei Audacity. Und dann klickt ihr auf die Schere. Das Stück schneidet ihr weg, denn das habt ihr gerade exportiert als WAV-Datei. Und jetzt kommt das nächste Teilstück dran. Das heißt, jetzt markiert ihr euch wieder von hier das nächste Stück. Wieder so auf circa 0,3, 0,4 Sekunden. Nochmal kurz auf Play drücken. Jawohl, ihr könnt euch das auch noch testen, wiederholen, dreimal vorhören. Jawohl, das war jetzt nur dieses kleine Teilstück, was ihr gehört habt. Wie gesagt, damit kontrolliere ich nur, ob man so laute Klickgeräusche oder so Klopfgeräusche drinnen hat. Das kann nämlich passieren, wenn es schlecht geschnitten ist oder wenn die Qualität nicht so gut ist von euren Samples. Kann passieren und deswegen kontrolliere ich das immer so akustisch, indem ich mir einfach das anhöre. Und wenn es passt, dann mache ich das, dann mache ich die nächste Datei. Gut, das heißt, wir machen hier wieder außerhalb schneiden. Jetzt habe ich nur dieses Teilstück da, gehe auf Datei, exportieren als WAV. Und wir haben ja hier draußen am Desktop schon eine Datei, da klicke ich drauf. Dann habe ich natürlich hier den Namen stehen, ich möchte aber nicht überschreiben. Jetzt klicke ich in das Feld hinein, lösche den letzten Einser und mache aus dem einen Zweier und gehe auf Speichern. Jawohl, genau so machen wir das. Okay. Jetzt gehen wir hier wieder auf Zurück, Schneidsymbol und ich kann das nächste Teilstück für den Loop machen. Jawohl, so. Exportieren als WAV. Draufklicken. 1.3. Speichern. Jawohl. So. Ja, ich zeige euch jetzt nicht den kompletten Loop, ja. Denn das dauert sonst zu lange und wir haben schon über eine Viertelstunde hier im Video. Ja? Ich möchte euch heute auch nicht nur damit langweilen. Ich werde das Programm hier für den Loop wieder mal schließen. Jetzt habe ich euch gezeigt, wie man für so Loops erstellt. Ja? Ich habe das ja schon mal gemacht für Maschinengeräusche, glaube ich, aber in diesem Fall ist es halt ein Bremsgeräusch. Das Vorgehen ist immer dasselbe. Man muss sich immer nur die möglichst beste Sequenz raussuchen. Und wenn man das hat, dann kann man aus dem etwas machen. Und wie das dann klingt, hört ihr, wenn ihr es am Modell habt. Hier am Computer klingt das natürlich super, ja, ist keine Frage. Aber manchmal klingt es am Computer super und auf der Log ziemlich beschissen. Aber manchmal aber auch umgekehrt. Manchmal klingt es auf dem Computer ziemlich beschissen, aber dafür auf der Log super. Also, ich mache das jetzt mal zu. Nein, ich möchte es nicht speichern. Ich möchte mir das jetzt nicht verhunzen. Ich zeige euch jetzt noch auf die Schnelle die. Ach, hoppla, das ist hier schon geöffnet. Ich zeige euch jetzt mal auf die Schnelle noch die Init- und Exit-Dateien, ja, wie ich die gemacht habe. Die Init-Datei habe ich nicht geteilt, das heißt, die Init-Datei, das ist dieses Stück hier, die habe ich so gelassen in einer Wurst, also die dauert halt über eine Sekunde durchgehend, das ist aber okay. So, das werden wir jetzt dann nach drüben machen, jawohl,
und wegschneiden. Jetzt haben wir hier nur diese kleine 1 Sekunde Init-Datei. Das ist die Init-Datei. Da machen wir aber ein sanftes Einblenden. Warum? Das zeige ich euch dann gleich. Ja? Das klingt jetzt momentan noch so. Das fängt sofort an mit voller Lautstärke. Wenn wir jetzt hier auf Einblenden klicken, fängt es leise an. Jawohl, dann fängt es sanft an und wird bis zu einer Sekunde, also bis zu dem markierten Teil hier, wird es dann eben auf die volle Lautstärke gehen und dann geht es normal weiter. So, das gehen wir natürlich auch auf Exportieren als WAV, auf den Desktop, dann markieren wir uns das und weil das die Init-Datei ist, also die Datei, die das Bremsquietschen einschaltet, schreiben wir hier auch Init hin. Init, jawohl, passt. Speichern. Sehr gut. Und okidoki. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Zurück. Jetzt machen wir das Ganze in die andere Richtung. Dafür muss ich das aber nochmal schließen. So, schließen wir das, ja. Bremsquietschen Original. Warum, sage ich euch gleich. Ich habe das jetzt natürlich, die Markierung habe ich ja hier schon fertig vom Loop, ja. Jetzt möchte ich aber den Teil hier haben, das Exit. Den haben wir gerade gemacht. Und jetzt will ich den Teil hier, das Exit. Das Init haben wir ja schon. Und den Loop, nehmen wir an, den Loop habe ich jetzt auch schon fertig. Den habe ich auch schon fertig in Real, ja. Der ist schon auf der Log drauf. So, jetzt machen wir die andere Seite, das heißt das hier. Markieren wir bis darüber und weglöschen. So, ihr seht, jetzt haben wir fast genau 2,5 Sekunden. Das ist die Exit-Datei. Die klingt jetzt momentan noch so. Jawohl. Jetzt machen wir das gleiche, nur auf der anderen Seite wie beim Init. Jetzt machen wir das hier so. Wir markieren uns das und gehen hier auf Effekt, aber auf Ausblenden. Ausblenden geht immer von laut auf leise. Einblenden ist von leise auf laut. Das macht man am Anfang und Ausblenden macht man immer am Ende. Ja? Also am Ende einer Sequenz, besser gesagt. Jetzt seht ihr hier. Diese Wellen werden hier dünner bis auf 0 und jetzt klingt das so. Hoppla, eine feuchte Aussprache habe ich heute. Ein schönes Ausblenden, das hört sanft auf, wenn die Lok stehen bleibt, dann ist das natürlich perfekt. Perfekter geht es eigentlich nicht mehr, oder? Jetzt werden wir das auf Exportieren klicken. Datei exportieren als WAV, jawohl. Gehen hier auf die Init-Datei, klicken uns ins Feld hinein und schreiben hin Exit. Und speichern. Wie kommt auf sowas? So, ja, jetzt schließen wir das mal. Also, so weit, so gut. Ich hoffe, das ist verständlich jetzt gewesen. Jetzt gehen wir natürlich dann auf Nicht-Speichern. Machen das aber nur klein, minimieren es nur. Und jetzt zeige ich euch hier, das ist eben diese drei. Ich habe natürlich nicht nur drei Loop-Dateien gemacht bei meinem Projekt. Da sind schon mehrere drauf. Ich habe, glaube ich, wie viele? Wow, ich glaube, ich habe so um die 11 Loop-Dateien oder so drin oder 12. Also nur fürs Bremsquietschen, für den Loop, habe ich 12 geteilte Samples gemacht. Ja. Diese drei, die ich hier gemacht habe, habe ich nur für euch gemacht, damit ich euch das erklären und zeigen kann. Ja. Das gleiche gilt natürlich für die Init- und Exit-Datei. Also die Init würde natürlich so anfangen. Danach kommt der Loop. So, der Einser, das ist jetzt der Zweier, der Dreier und so weiter. Und dann am Schluss der Exit. Ja, jetzt habe ich mir natürlich aus dem das schon fertig gemacht. Das zeige ich euch jetzt mal am Log-Programm, wie das bei mir ausschaut. So, wir gehen hier auf Sound und auf das Bremsquietschen. Das habe ich auch schon benannt. Das heißt bei mir Taurus Bremsquietschen Eigen 004 Original. 004, das ist jetzt keine Nummer wie von 007 von James Bond, eine andere Agent oder so. Das ist einfach von mir mein viertes Bremsquietschen, was ich erstellt habe. Ja? Denn ich habe bereits drei erstellt. Und die klingen aber sogar gut. Also nur die wirklich passen und die nicht nur gut klingen, sondern die auch gut eingestellt sind, die benenne ich jetzt schon mit Nummern und eben, dass sie original sind und dass sie eigen, also von mir selbst sind. So mache ich das zumindest. Das habe ich jetzt natürlich hier alles schon fertig. Ja? Das Programm, was ihr hier seht, diese Kästchen, also diese Zustände und diese Container hier,
Die sind natürlich schon von ESU bereits fertig gewesen. Die habe ich natürlich vorher schon mit meinem anderen Taurus-Bremsquietschen bespielt gehabt. Das war halt leider ein bisschen schlechter war von der Qualität her und auch von den Einstellungen her. Und jetzt habe ich das eben selbst gemacht. Und jetzt könnt ihr das sogar hier hören. So, Init. Man kann sogar hier lesen, wenn ich da draufklicke, Taurus Bremsquietschen Original neu, Init 1. Jetzt zeige ich euch das mal. Kurz ins Feld klicken. So, Init. Jawohl, das kennt ihr jetzt schon vom Programm, was ich euch vorhin gezeigt habe, wie man das macht. Und hier ist jetzt der Loop drinnen. Das hier, diese 12 geschnittenen Loop-Segmente hier, das ist dieser 5 Sekunden lange Loop, was ich euch gesagt habe. Das ist eben genau das, was wir am Anfang geschnitten haben. Ich habe halt nur drei Stücke für euch gemacht, um euch das zu zeigen, wie ich das mache. Und hier natürlich, das habe ich 12 Mal gemacht. Also diese 5 Sekunden sind hier auf 12 Mal aufgeteilt. Und wenn ich lange brauche, um stehen zu bleiben, natürlich ist es abhängig, wann das Bremsgeräusch anfangen soll, ja, bei welcher Geschwindigkeit, dann wiederholt es das alles so lange, bis es mir hier geht auf das Exit. Das Exit habe ich hier versucht auch aufzuteilen. Warum? Ich habe es eigentlich, war mein Plan, ich mache das ähnlich wie beim Loop. Und wenn dieser Teil erreicht ist, die Lok aber schon steht, dann hört es auf und es ist aus. Das hat aber nicht funktioniert. Jetzt habe ich mir die Exit-Datei aber auch schon hier geschnitten und geteilt gehabt und dachte mir, hey, ich lasse es jetzt aber einfach mal so. Ich möchte das jetzt nicht mehr rückgängig machen, denn das spielt es sowieso in einer Wurst ab, so wie es jetzt eingestellt und programmiert ist, also passt das schon. Ja, also was machen wir jetzt? Ich zeige euch das jetzt mal im Einzelnen, das sind zum Glück nur 5 Stücke. Das ist das Exit jetzt, das Geteilte. Hört man eh schon. Spätestens jetzt. Jawohl. Das ist die Exit-Datei, die geteilte. Das ist der Loop. Gehen jetzt raus und das ist natürlich das ist Init. Den Dummy braucht man hier, weil ich von diesem Container hier nicht mehr direkt auf Mute zurück kann. Da brauche ich dazwischen hier einen leeren Zustand und von dem gehe ich dann hier auf Mute, also auf Null zurück, dass die Funktion aus ist. Warum, weiß ich nicht. Das ist im Logprogramm einfach so gewesen beim Bremsquietschen, aber es ist okay, es funktioniert. Ja, die Lok ist fertig bespielt. Das ist natürlich etwas ganz Feines. Das heißt, wir werden jetzt den Taurus mal aufrüsten. Und werden dann einmal fahren. So. Eingegleist ist er. Jawohlingen. So, wir werden jetzt mal aufrüsten, die Maschine. Ich weiß, das kennt man schon. Hauptaugenmerk ist jetzt nicht das Fahrgeräusch und auch nicht das Aufrüsten, sondern natürlich das Bremsgeräusch. Ja. Dafür müssen wir halt leider fahren und dafür müssen wir die Lok mal aufrüsten. Das dauert ein wenig. Ja, unser Wutzibub, der liegt auch hier. Unser Wutzibub, der liegt auch da, der ist müde, der ist von Weihnachten ganz geschafft. Er ist ganz ein Lieber, zum Glück. Also mit dem Milo haben wir ein Riesenglück. Es hätte sehr viel schlimmer kommen können. Ja, genau. Eigentlich, ich habe mir etwas aus Willhaben bestellt. Ich wollte mir eine ÖBB 1043 von Rocco, habe ich mir ge über Willhaben gebraucht bestellt, beziehungsweise es ist dort gestanden, neu und unbenutzt. Aber ich habe die Lok immer noch nicht bekommen. Die Post dürfte anscheinend das Paket verschmissen haben oder keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wo es ist. Das finde ich verdammt schade, denn das hat mich natürlich ein bisschen Geld gekostet. Ich hoffe, das taucht noch auf. Ansonsten muss mir die Post das erstatten. Denn ich gehe für mein Geld auch arbeiten. Sonst könnte ich mir das hier alles nicht leisten. Da bin ich noch gespannt, was dabei rauskommt. Ja, so, die Lok ist jetzt mal fertig. Ich würde sagen, wir werden jetzt mal fahren und dann das Bremsquietschen einleiten. Kommt eh automatisch. Dieses Geräusch übrigens, was ihr jetzt gehört habt, das ist nicht ein Druckluftventil. Da wurde ich ja von Taurus-Fan belehrt.
Und das ist von den Spurgrenzen, von der Spurkranzschmierung. So, jetzt werden wir bremsen. Jawohl, so, sieht doch gut aus, oder? Zurückfahren und nochmal bremsen. Das klingt doch hammergeil, oder? Also ich finde, es klingt super. Es klingt am Modell, finde ich persönlich, noch mal viel besser als am Computer. Also finde ich, ja, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Vorhin habt ihr noch gehört, beim vorherigen Video mit ihm, habt ihr noch gehört, das alte Bremsquietschen. Da könnt ihr euch das dann direkt vergleichen eigentlich. Mein altes Bremsquietschen von ihm, was ich damals auch schon selbst gemacht habe, zu meinem jetzigen. Und ihr habt gesehen, es geht ganz leicht. Sucht euch in YouTube gute Videos, wo man etwas für ein Geräusch hat von einer Maschine, ohne Nebengeräusche oder ohne, zumindest mit ganz wenig Nebengeräuschen, und versucht was daraus zu machen. Probiert es einfach aus, traut euch, ja. Das ist etwas relativ Leichtes sogar, ja. Also, das Wichtigste ist nur, dass man eine gute Loop-Sequenz erwischt. Und Init und Exit kann man sich immer wieder tricksen, ja. Da kann man alles machen. Das ist kein Problem. Aber Loop-Sequenz ist das Wichtigste. Die Init kann ich immer noch herumtricksen, wenn ich will. Also Init und Exit-Dateien. Ja, wir werden nochmal anfahren. Das war noch nicht alles. Bremsen. Ich finde, das klingt hammergeil. Wie seht ihr das? Gefällt euch das auch? Ich hoffe. So, rüsten wir ab. Das war's. Yo! Ja, ich hoffe, das Video hat euch nicht nur gefallen, sondern es hat euch vielleicht auch ein bisschen weitergeholfen. Ich meine, das sind so Kleinigkeiten, die kann ich euch auf jeden Fall schon zeigen. Ja? Also, das sind so Kleinigkeiten, die zeige ich euch auch gerne, wie man solche Sequenzen macht. Ja? Die Tonleiter zeige ich euch natürlich nicht, denn wie gesagt, die ist von Leo Soundlab relativ ähnlich. Das lasse ich. Denn da möchte ich ihm jetzt nicht irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen. Daher bleibt das weg. Das schicke ich auch niemandem weiter. So, ja? Also das bleibt so, da bleibe ich hart, das ist so. Denn ich möchte nicht, dass er geschädigt wird wegen dem. Ich bin zwar nur ein Privater und ich mache damit keine Kohle, ich mache das für mich selbst und hin und her. Aber ich möchte nichts herausfordern, denn ich finde ihn sehr sympathisch. Ich finde, er macht eine tolle Arbeit und ja, wie gesagt, schon im vorherigen Video. Gehört gefördert, meiner Meinung. Ich finde von Leo Soundlab das Bremsquietschen von seinem Taurus, das ist auch wahnsinnig geil, das gefällt mir so gut, wirklich so gut. Ja. Das hat er so gut gemacht. Ja. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht schaffe ich es auch irgendwann. Und heute habe ich es sogar geschafft. Natürlich muss man immer schauen, dass man auch eine gute Aufnahme bekommt. Wenn man das gerade nicht selbst aufnehmen kann, dann kann man sich mit YouTube-Videos helfen. Runterladen, umwandeln in MP3, das dann in ein Bearbeitungsprogramm hinein, dann eben das Bearbeiten, Schneiden und Exportieren die Dateien und dann in den ESO-Log-Programm hinein, also einsetzen, die Lautstärken noch anpassen von den Samples, das kann man ja auch machen, und dann natürlich das Programm, also das Programmieren und auf die Log schreiben, fertig. Und in dem Fall war das hat sogar sofort funktioniert. Ich habe zwar nur am Anfang habe ich Probleme gehabt beim Bremsquietschen hier, weil ich die Abfolge falsch hatte.
am Logprogramm mit den Containern und mit den Zuständen, die das abgespielt haben. Aber es hat nachher sofort funktioniert am Modell. Es hat so verdammt geil geklungen und ihr habt gerade jetzt selbst gehört, das ist das selbstgemachte Bremsquietschen von mir. Das ist mein mittlerweile fittes Bremsquietschen, was auch wirklich sich gut anhört. Also ich finde das zumindest. Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Ich möchte mich jetzt nicht selbst loben, das macht man nicht unbedingt, das sehe ich zumindest so. Aber mir gefällt es wahnsinnig gut. Das sind so Kleinigkeiten, die machen aus einem Modell wieder ein bisschen etwas Besseres, auch wenn es nicht das Hauptmaschinengeräusch ist. Das Bremsquietschen ist einfach ein sehr wichtiges Nebengeräusch von einer Lok. Macht viel aus, es gibt auch ein bisschen einen Charakter wieder. Das sind natürlich nur von der Lok alleine, ja? Also das ist vom Taurus das Bremsquietschen, von der Lokbremse. Das klingt normalerweise, wenn der Zug also wenn ein ganzer Zug ist, hört man eigentlich das Bremsquietschen von den Waggons und nicht unbedingt von der Lok. Aber ich lasse das trotzdem drauf, weil es mir einfach wahnsinnig gut gefällt. Ich finde, es passt verdammt geil. Es hört sich irrsinnig gut an. Vor allem die Kombination, wie es jetzt hier ist, ist wirklich toll. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, hat euch geholfen. Bemüht habe ich mich auf jeden Fall. Das werdet ihr hoffentlich eh bemerkt haben. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen von sowas. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen inspiriert wieder. Das könnt ihr übrigens mit jedem Bremsquietschen genauso machen. Mit jedem. Auch mit allen anderen Geräuschen. Ja. Es muss der Loop muss einfach passen. Natürlich die Init- und Exit-Dateien, die dann anschließen, wenn dann der Loop vorbei ist. Das muss natürlich auch passen. Ist keine Frage. Das ist so. Aber einfach spielen. Traut euch. Spielt euch damit. Ihr schafft das. Ihr schafft das alle, wenn ihr euch dahinter klemmt. Ja, das ist nicht so schwer, wie es ausschaut. Ich habe angefangen im März damit und seht euch her, was ich jetzt schon geschafft habe bis jetzt. Ich habe von dem schon keine Ahnung, wie viele Updates gemacht, immer wieder etwas verbessert und ständig irgendwie neue Sounds gemacht. Natürlich habe ich die auch zugesandt bekommen. Ich habe nicht alles selbst gemacht, aber ich meine, die Arbeit dafür schon. Aber ich habe auch einige Dinge geschickt bekommen von anderen, zum Beispiel von Taurus-Fan. Da kann man sich aber wirklich geile Sachen machen. Also, was will man mehr? Ja, ich danke fürs Reinschauen. Jetzt aktuell ist immer noch der 25. Dezember. Es ist kurz vor 11 Uhr nachts. Das wird natürlich, wenn ihr das Video seht, wird es nicht mehr der 25. sein und nicht mehr 11 Uhr nachts, sondern dann wird es schon der 26. sein. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, gute Nacht, noch schöne Feiertage. Demnächst kommt wahrscheinlich mit ihr ein Video oder vielleicht mit ihm noch einmal, wenn ich die Tonleiter ein bisschen ausbessern kann. Aber bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Weihnachtszeit, ein frohes neues Jahr im Vorhinein und schöne Grüße von mir aus Wien. Ciao.